Hi Markus, ein Kraftmesser wolltest du sehen. In meinem Falle habe ich ein Geschenk bekommen. Ein Muela Cobra. Dann machen wir dran. C-Stahl. Eine wunderbare Zeigefingermulde und oben Filework, wo der Daumen sich so schön anschmiegt. Power Grip. Umgekehrt, auch schön mit beißt sich eigentlich ganz gut rein. Das Knochen trocken. Meine Handbreite. Durch die breite Klinge richtig gute Hebelwirkung. Natürlich wäre das für so ein Messer ein Zahnstocher. Für einen kleinen Mini-Robo. Da kann man ja gleich so machen, oder? Und als ich das Messer das erste Mal gesehen habe, hatte es sofort eine Assoziation von Mini-Axt. Um einen größeren Griff zu kriegen, habe ich mir das Lanyard gemacht. Mit Schlaufe. So. Wunderbar. Also so gehalten. Gut zum Abnehmen.
fehlt natürlich das Gewicht, um dadurch in einen Schlag durchzukommen. Da fehlt das Gewicht. Aber trotzdem. Das ist mein Daumen. Das war mehr als daumendick. Knochentrockenes Hartholz. Nach all dieser Betonarbeit macht es nach wie vor wunderbare Sitze. Kurve richtig angenehm und ohne großen Druck ganz fein aufzustellen. Noch grob eine Stunde Stockbrotstücke gehackt mit dem Messer und geschnitzt. Viel Arbeit, aber das Messer erweist sich als echtes kleines Mini-Beil. Und tschüss.